Hallihallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es wieder ein neues Review. Heute geht es um eine Purito der Firma Partagas. Ja. Ein kubanisches Purito, kubanischer Tabak. Und dieser Tabak soll wohl stärker sein. So, also so sieht's aus. Ich habe schon eine Zigarre, ein Purito ausgepackt. Das ist eigentlich in Zellophan verpackt. Kaltzug schmeckt eigentlich etwas nach Heu, aber ganz, ganz wenig. Ja, und so riecht auch die Zigarre, genau. Etwas so nach Heu, leichter Heuduft. Gut, dann werde ich sie mal anzünden. Also, ich hoffe nicht, dass mich das Ding aus den Schuhen haut. Aber mal schauen. Was tut man nicht alles für seine Community? So, sie brennt. Wunderbar. Erster Zug. Ja, der erste Zug schmeckt super. Nach Tabak. Ah, ich habe das Deckblatt ein bisschen angekokelt. Erinnert mich ein bisschen an Zigarette, aber nicht unangenehm. Ich bin mal gespannt, ob so ein Purito ausgeht, denn Zigarillos gehen ja regelmäßig aus, wenn du nicht dran ziehst. Ich hoffe, dass das beim Purito jetzt nicht so ist. Und ich hoffe auch natürlich, also wie man in meinen letzten Reviews sehen konnte, habe ich ja jetzt unterschiedliche Zigarillos geraucht. Und die sind halt immer sehr scharf, also nicht alle, also das, besonders das von Davidoff ist so scharf auf der Zunge gewesen, obwohl ich es nicht so häufig gezogen hatte. Und das mag ich halt nicht. Das war sehr unangenehm. Und deshalb ist es jetzt nicht mein bevorzugtes Zigarillo, würde ich mal so sagen. Und deshalb probiere ich halt mal das Purito. Jo, mal schauen, ob die scharf werden. Bislang keine Schärfe auf der Zunge. Das ist schon mal sehr positiv. Bis jetzt sehr angenehm. Ja, Puritos sind vielleicht die bessere Alternative für mich, wenn man so ein Zwischending aus Zigarre und Zigarillo haben will. Ich habe schon mal eins probiert, aber da habe ich noch kein Review gemacht. Von der Davidoff Escurio, auch ein, bloß da heißen die nicht Purito, da heißen die, wie heißen die denn da? Naja. Fällt mir vielleicht später wieder ein. Auf jeden Fall, die habe ich auch probiert. Ich habe auch noch ein Review. Alter, echt? Ist schon aus? Okay. Na gut, wir feuern nach. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe doch gezogen. Habe auch gut angefeuert, meiner Meinung nach.
Na, mal schauen. Ja, schmeckt bislang ganz gut. Ist relativ dunkel, das Deckblatt. Ja. Oh ja, heute ist richtig warm. Ich schwitze auch schon richtig. Selbst hier im Schatten, aber bin ich in der Sonne ein bisschen? Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen in der Sonne. Puh, da trinke ich mal was. Also bislang bin ich positiv überrascht. Wie gesagt, ich habe relativ einen großen Respekt jetzt davor gehabt, nach dem, was ich gelesen habe. Nicht für Anfänger geeignet. Sollten Anfänger nicht rauchen und sowas, alles zu stark. Aber die Bewertung hat mir, wie gesagt, Mut gemacht. Und ich dachte so, gut, Bewertung mit einer Stärke 5 habe ich schon geraucht. Von daher dachte ich, dann probiere ich es einfach mal. Leichte Schärfe auf der Zunge. Bislang. Aromen. Ich sag ja immer so, oder nicht immer, bei den Zigarillos habe ich es auch gesagt, da sind so leichten Papieraromen. Das würde ich auch hier sagen, aber ganz leicht. Ja. Brand ist jetzt nicht regelmäßig, stammt aber wahrscheinlich vom Anzünden, vom leinhaften Anzünden meinerseits. Also in den Bewertungen stand, schmeckt original nach Kuba, so schmeckt Kuba und so weiter. Ja gut, muss ich mir mal merken, dass das Kuba ist. Oh ja. Der Abbrand auf jeden Fall riecht nach Zigarette. Aber original, also nicht so meins, der Abbrand. Wie gesagt, sonst bislang, bis auf das Ausgehen gerade, vielleicht habe ich sie nicht richtig angefeuert, ist es angenehm, ja. Hat einen angenehmen Geschmack. Stärke merke ich momentan gar keine. Wobei die Nikotinstärke laut meiner Erfahrung immer erst im hinteren Drittel dann auftritt. Ja, mal schauen. Also ich hatte schon mal gesehen bei so einem anderen YouTuber, der hatte auch gesagt, oh, nichts für Anfänger, irgendeine Zigarre, weiß nicht mehr welche. Und da hat er gesagt, oh ja, aber er spürt da gar nichts. Und erst später, nachdem er die Zigarre geraucht hatte, ist ihm dann übel geworden und so. Oh, sie droht schon wieder auszugehen, glaube ich. Ja, sie geht schon wieder, also... Ich asche mal ab. Ja, keine Ahnung, was mit dem Teil ist. Mag sein, dass man die schneller rauchen soll, aber will ich nicht. Ich will eine Zigarre so rauchen, wie ich sie rauchen will. Nicht, wie sie es mir vorschreibt. Müssen wir mal schauen, ob wir Freunde werden. Ja, also...
Ja, so schmeckt sie sehr gut. Wie gesagt, ist schon das zweite Mal ausgegangen. Obwohl ich meiner Meinung nach richtig angefeuert habe. Ja, noch mal schauen. Vielleicht geht sie auch noch ein drittes Mal aus. Also Schärfe auf der Zunge minimal. Eigentlich nicht erwähnenswert. Obwohl ich heute auch schon mutiger ziehe. Also bei den Zigarillos habe ich wirklich dann zum Schluss nur ganz kurz gezogen. Weil sie dann so scharf wurden und habe auch gemerkt, dass zumindest bei der Perdomo Maduro das wirklich eine Auswirkung hatte. Wenn ich nur schwach gezogen habe, dann hat sich die Schärfe auch nicht so entwickelt. Bei der ziehe ich schon ordentlich. Also könnte man natürlich stärker machen, aber schon relativ stark. Und da ist so gut wie keine Schärfe. Zugwiderstand ist gut. Manchmal merkt man auch erst nach der Zigarre, dass bei manchen Zigarren ist es so, die schmeckst du denn danach noch, obwohl du aufgehört hast zu rauchen. Schmeckst du danach noch diesen Geschmack? Also es war gerade bei den Perdomo Maduro Zigarillos so. Habe ich danach noch so ein, ja, kann ich gar nicht beschreiben. So ein Zigarrengeschmack, der aber jetzt nicht unangenehm war, der war nur für mich neu. Der dann aber trotzdem relativ schnell weg war. Ich hatte mal die Gurkha Evil geraucht und da hatte ich wirklich noch 2 Tage später diesen Zigarrengeschmack. Der war aber unangenehm. Deshalb würde ich sie mir auch nicht nochmal kaufen. Die Zigarre an sich war okay. Review habe ich noch gar nicht gemacht. Wollte ich gerade sagen, Review hier, aber nein. Habe gar kein Review darüber gemacht. Die habe ich einfach so geraucht. Die gefällt mir bislang. Gefällt mir gut. Aber ja, man kann sagen, wenn man sagt, schmeckt wie Kuba. Ich habe, das erzähle ich glaube ich jedes Mal bei jedem Review, ich habe Zigarillos von Cohiba. Also kleine Zigarillos. Und die schmecken ähnlich. Ja? Die sind auch nicht so scharf. Ich habe die jetzt eine Weile liegen, zum Beispiel diese Cohiba Zigarillos. Und ich habe das Gefühl, also gestern habe ich eins geraucht. Da habe ich gar nichts mehr groß geschmeckt. Also entweder war ich gestern erkältet oder irgendwie werden die schwächer. Kann ja auch sein, obwohl ich die eigentlich richtig lager. Rauch ist ordentlich. Jetzt brennt sie auch ganz gut. Minimale Schärfe, aber eigentlich gar nicht erwähnenswert. Ja, scheint wirklich so zu sein, je größer das Format, desto weniger Schärfe auf der Zunge, wenn man sie moderat raucht. Gestern sind mir so viele Sachen eingefallen, weil ich dachte, heute, also morgen, sprich heute, will ich mal wieder ein Review drehen. Da dachte ich so, ja, dann will ich darüber reden, darüber reden, darüber. Und jetzt fällt mir gar nichts ein. Also null. Oh Mann, ey, das ist echt unglaublich. Die ist noch da, aber sie droht wieder auszugehen. Na, das ist eine Sache, die mir nicht so gefällt. Ich will ja nicht nach jedem dritten Zug anfeuern. Und ich habe ordentlich angefeuert. Aber das hatte ich schon mal gelesen. Genau, da waren ja zahlreiche Bewertungen auf dem Portal und da wurde gesagt, oh, super, super, bla, bla, bla. Und einer hat aber geschrieben, oh, geht immer wieder aus, nicht sein Ding. Und da dachte ich so, kann ja gar nicht sein. Hat der Montagsstück geraucht oder so? Aus. Alter Schalter, das ist ja wirklich ein Ding.
Gut, das ist ein großer Nachteil, muss ich wirklich sagen. Das ist, also ist eigentlich Genuss. Sie schmeckt gut. Ich meine, nicht, dass ich nicht gerne anfeuere. Das macht mir schon Spaß, ja. Aber nicht so oft. Ich meine, ein zweites Mal anzünden, okay, vielleicht auch ein drittes Mal. Aber hier scheint es wirklich so zu sein, dass man das Ding immer anfeuern muss. Ja, das geht natürlich nicht. Gut, ich rauche jetzt das erste Teil davon. Das erste, wie heißen die, Purito? Das erste Purito. Hm. Vielleicht ist es bei den anderen anders. Stand jetzt gehen die Teile immer aus. Und das finde ich nicht gut. Auf jeden Fall glaube ich verstanden zu haben, was die Leute meinen, wenn sie sagen, schmeckt nach Kuba. Ich habe ja nun auch schon ein paar andere Sachen geraucht. Und ja, die Tabake. Oh, eine Biene. Leute, eine Biene ist zwischengelandet. Die Tabake. Na, was los hier mit dir? Na komm, zisch ab. Die Tabake, zum Beispiel hier beim Zigarillo, beim kubanischen Zigarillo und jetzt bei der Partagas, scheint sich wirklich zu ähneln, also zumindest die Geschmacksrichtung. So, es wird vielleicht ein bisschen brennig auf der Zunge, aber wie ich schon gesagt habe, je kürzer die abbrennen, desto stärker wird angeblich das Nikotin. Angeblich? Ich sage immer angeblich. Bin Anfänger. Also, ihr habt da sicherlich mehr Ahnung, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und was ist B? Keine Ahnung. Heute bin ich ein bisschen neben der Spur, glaube ich. Sorry dafür. Ja. Der Rauch wird so ein bisschen, oder nicht der Rauch, es wird so ein bisschen kratzig im Mund. Auch etwas, was ich nicht mag. Bislang war sie gut. Aber man muss ja immer die ganze Zigarre oder das ganze Purito, beziehungsweise Zigarillo, was auch immer, sehen. Ne? Also Fakt ist, das nächste Mal werde ich wieder eine Zigarre nehmen. Also das nächste Mal werde ich wieder eine mit Connecticut Deckblatt nehmen. In der Hoffnung, dass die mal wieder so richtig schön mild ist. Schmeckt gut. Ist wirklich ein gutes Purito. Ist jetzt wieder weicher. Nikotinstärke kann ich bislang gar keine erkennen. Ich denke mal, Nikotin äußert sich wahrscheinlich, weil mir das schon zweimal, glaube ich, passiert ist, wenn es sich ein bisschen im Kopf dreht. Wahrscheinlich auch, wenn man sich übergeben muss. Also das war bei mir noch nie der Fall. Ein Glück. Hoffe, das ändert sich auch nicht. Oh Mann, Leute, echt jetzt. Der Rauch ist schon wieder schwach. Man muss wieder mehr Durchzug machen, damit die Flamme mehr, die Zigarre mehr Sauerstoff abbekommt und wieder anfängt, richtig gut zu brennen. Gut, kann man machen, sofern sie nicht scharf werden, das ist ja für mich kein Problem. Aber jetzt habe ich ordentlich gezogen und sie ist schon wieder aus. Pff.
Vierte Mal? Viertes Mal. Feuer frei. Dass das Feuerzeug ja eher alle als die Zigarre aufgeraucht ist. Wahnsinn. Okay, das habe ich erst das erste Mal, dass eine Zigarre bitter wird. Ich glaube, das ist dem Fakt geschuldet, dass ich sie gerade angefeuert habe, einen wirklich relativ starken Zug genommen habe und sie dann zu warm wird. Ich merke auch jetzt, dass sie sogar hier schon warm wird. Ja, ich glaube, das ist der Grund gewesen. Mal schauen, wie es beim nächsten Zug ist, wenn ich nicht so stark ziehe. Und bitter will ja keiner, das ist ja klar. Bitter ist kein Geschmack, den man haben will. Wobei ich gar nicht glaube, dass es am Tabak liegt, sondern am Rauchverhalten. Puh. Ja. Also es wird ja so richtig bitter. Ich nehme mal die Bauchbinde ab. Aber vielleicht sind wir jetzt auch schon in einer anderen Tabakschicht. Das kann ja sein. Ich weiß nicht, wie die gerollt sind. Ob die alle ab Anfang den gleichen Tabak haben. Oder nicht. Also irgendwie ist immer so, dass einem der Rauch immer ins Gesicht zieht. Immer ist der Wind immer falsch. Also das Kratzige ist wieder weg. Das war wirklich nur ganz kurz. Ich weiß nicht weshalb. Aber das Bittere ist leider immer noch da. Und ich weiß nicht weshalb. Hat das doch mit dem Tabak zu tun? Mit der Stärke? Puh. Ansonsten, das Purito-Format gefällt mir sehr gut. Wobei man sagen muss, ich glaube, das unterscheidet sich trotzdem mit der Rauchdauer jetzt nicht zwingend mit einem Zigarillo. Es gibt ja unterschiedliche Zigarillos. Es gibt schmalere, zum Beispiel das von Cohiba, das ist richtig dünn. Das von Davidoff ist auch richtig dünn. Das Zigarillo von Perdomo ist ungefähr das Doppelte. Das Doppelte, ja. Hat den doppelten Durchmesser. Das ist also ein bisschen dicker. Und das hier halt nochmal größer. Okay, sie geht schon wieder aus. Also letzte Chance jetzt. Oder? Okay, ich konnte sie nochmal so entzünden. Das Gute daran ist, sie wird jetzt nicht sonderlich scharf. Leichte Schärfe auf der Zunge. Aber trotz relativ starkem Zugverhalten wird sie nicht wirklich scharf. Aber Leute, sie ist schon wieder aus. Ey. Ja, okay, letzte Chance jetzt. Habe ich keinen Bock mehr drauf.
Zack, zack. Ja gut, ist auch gleich Feierabend, Leute. Für mich ist jetzt Feierabend. Ist schon wieder bitter. Ich denke mal, das ist wegen des Anfeuerns. Die macht mir keinen Spaß mehr. Aber nicht, weil die Zigarre an sich schlecht, das Purito an sich schlecht ist. Der Tabak schmeckt gut. Aber sie geht halt immer wieder aus. Und das ist nicht cool. Das macht mir keinen Spaß. Ich will das Ding nicht immer wieder anfeuern. Dann wird sie auch, wenn man sie auch öfter, genau, anfeuert, dann wird sie kratzig im Hals. Sie wird jetzt nicht unbedingt scharf, was ich ihr sehr zugute halte. Aber durch dieses ewige wieder neu anzünden entwickelt sie eine gewisse Bitterkeit, die wirklich bei jedem Zug ist. Letzter Zug, Leute. Ja, nee. Ist bitter. Bitter mag ich nicht. Leg sie jetzt mal hier hin, auf meinen Aschenbecher. Und lass sie dort ausgehen. Schade eigentlich. Hat gut geschmeckt. War aber ja kein richtiges Rauchvergnügen. Ja, wenn man dann immer wieder damit zu tun hat, das Ding anzufeuern, macht keinen Spaß. Sofern jetzt noch was kommen sollte, in Form von, boah, ist Nikotinschock irgendwie, Erbrechen, Schwindelgefühl, werde ich das natürlich noch hinzufügen. Ich denke aber nicht, dass es kommen wird. Vielleicht bin ich einfach so ein harter Hund. Oder der Tabak ist doch nicht so stark gewesen, wie er beschrieben wurde. Ja, ansonsten war wirklich toll, dass ihr wieder dabei wart. Ja, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Review wieder. Ich freue mich immer, wenn ihr dabei seid. Ansonsten wünsche ich euch noch einen hoffentlich sonnigen Tag, so wie ich ihn heute hatte, wann auch immer ihr das sehen mögt. Ja, macht's gut, Leute. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Frank. Ciao.